Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu Jugend hackt, zur Abschlussveranstaltung. Sehr schön. Wie euch der Klang, der jetzt nur leise aus dem Beamer kam, aber trotzdem verraten hat, geht es jetzt los mit dieser Abschlussveranstaltung. Ich bin Tom, ich habe die Freude, euch hier durchzuführen mit der wunderbaren Caro an meiner Hallo. Seite. Wir beide werden euch jetzt zeigen, was alles passiert ist in den letzten 2 Tagen. Einiges Aufregendes ist vor sich gegangen. Aber vorher haben wir natürlich eine Menge Informationen, die wir euch in die Köpfe geben wollen. Huch. Nein? Ah! Natürlich, so läuft's immer, ihr kennt das. Ganz klar, auf jeden Fall. So, jetzt zurück. Ja, das ist die Folie, die wir haben wollen. Richtig. Jugendhackt, denn das ist das, was gerade passiert ist in diesen letzten 2 Tagen. Caro, was ist denn eigentlich Jugendhackt? Oh, das ist eine gute Frage, als hätten wir uns vorbereitet. Jugendhackt ist ein Programm der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. und medialepfade.org. Wir als Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW führen das hier in Köln vor Ort durch, fungieren sozusagen als regionaler Partner vor Ort. Jugendhackt ist ein Förderprogramm für programmierbegeisterte Jugendliche von 12 bis 18 Jahren und wir möchten gerne mit Code die Welt verbessern, das ist ganz wichtig. Parallel dazu fand jetzt auch statt Hello World hier gerade nebenan, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen oder kam auch gerade von da. Das war ursprünglich ein ganzer Teil von Jugendhackt, jetzt ist es seine eigene Veranstaltung, es ist so eine Art Einsteigerversion von Jugendhackt mit kürzeren Events, typischerweise manchmal auch, genau wie das jetzt hier stattgefunden hat, mit Übernachtungen über längere Zeit, aber gewöhnlich eben diese kürzeren, einsteigerfreundlicheren Events. Und da gab es dieses Jahr auch 20 Teilnehmer am Wochenende, 7 Mentorinnen und Mentoren und insgesamt mit den ganzen Jugendhackt-Teilnehmern und Mentoren aus dem Feld über 130 Leute hier am Wochenende tätig, fleißig und am Rumnörden. Genau. Genau, zu den Hello World-Teilnehmerinnen kommen nämlich noch von uns die über 50 Jugendliche, die an diesem Wochenende programmiert, gebastelt, getüftelt, zwischendurch auch mal frustriert waren. Genau, und insgesamt haben wir tatsächlich 13 Projekte, die wir euch jetzt hier präsentieren können. Die stehen dieses Jahr, wie jedes Jahr, unter einem bestimmten Motto. Und das diesjährige Motto lautet: Mit Code die Umwelt verbessern, während mit Code die Welt verbessern der Slogan von Jugendhackt an sich schon mal ist, ist dieses Jahr, glaube ich, kein Geheimnis, warum die Umwelt ein wichtiges Thema ist und dass sie ein verdammt wichtiges Thema geworden ist, wird uns jeden Freitag wieder neu auf die Nase gebunden von den 9-mal klugen Jugendlichen, die schlau sind und Bescheid wissen, dass das jetzt ein Thema ist, um das man sich zu kümmern hat. Darum ist es natürlich auch hier bei Jugendhackt parat und inhaltlich haben sich die Jugendlichen daran zu schaffen gemacht, zu sehen, was kann man da umsetzen, was kann man im Informatik, im Technischen, im Basteln, im Coding-Bereich zu diesem Thema machen und da geht einiges. Genau. Jetzt muss ich noch ganz, ganz vielen Leuten Danke sagen, denn ihr seht, es ist eine sehr große Abschlussveranstaltung, genauso groß ist das Event. Das macht nicht nur ich, sondern ganz viele Menschen. Die Liste ist fast so lang wie unser EU-Wahlbogen heute. Ich versuche das ein bisschen kurz zu halten. Erstmal möchte ich dem Orga-Team danken. Das waren Laura, Amelie, Linda, Henrik, Chris, Malu, Kokhung, Moritz, Satya, Basti und Markus. Genau. Vielen Dank. Genau, vielen Dank auf jeden Fall auch an das wunderbare VOG-Team dort hinten, dass sie uns hier mit dem Video-Setup unterstützen und diesen wunderbaren Livestream auch kreieren. Das auch. Ja.
Dann müssten wir eine Folie weiterspringen. Noch eine. Genau. Ganz zentral für JugendHackt sind die ehrenamtlichen Mentorinnen, die das Wochenende über mit den Jugendlichen zusammen an den Projekten gearbeitet haben. Das ist eine ganze Armada, und zwar sind es Abraham, Adrian, Benedikt, Benjamin, Björn, Caroline, Claudia, David, Hanna, Gregor, Jasmin, Johannes, Juni, Julia, Carsten, Lirie, Lorraine, Marco, Martin, Patrick, von Bühne, Yuki und Zoe. Ihr müsst bitte einmal aufstehen, damit auch alle Leute euch sehen können und wir euch applaudieren können. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das alles überhaupt nicht möglich. Genau. Was da alles hintersteckt, sind unsere Partnerinnen, die Stadt Köln. Als Förderer wirkt das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Und wir haben super viele Sponsoring-Partner, davon auf jeden Fall zu nennen, besonders Rewe Systems und Adesso Insurance Solutions. Und auch ein herzlichen Dank an unsere Unterstützerinnen. Vielen Dank. Genau. Natürlich wollen wir an diesem Wochenende auch was essen. Deswegen vielen Dank an das Catering vom Speisemeister und an die ganzen Leckereien, die wir hier verköstigen durften. Auch vielen Dank an unseren Mate-Sponsor Flora Power Mate. Das hat beim Wachbleiben geholfen. An das Haus hier, dass man das hier veranstalten konnte. Genau, es sind so viele zu nennen. Und noch eins habe ich noch vergessen. Entschuldigung. David, danke für das Internet. Applaus! Ich glaube, das ist ein Satz, mit dem man viel schnelle Fans gewinnen kann. Danke für das Internet. Und dann sind, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich. Apropos Internet, was eine Überleitung. Solltet ihr mehr Informationen über JugendHackt herausfinden wollen, könnt ihr das natürlich hier tun. Die Webseiten, die sozialen Medien sind verfügbar. Da könnt ihr euch schlau machen, was abgeht, was im nächsten Jahr hier wieder abgehen wird, was bundesweit mit JugendHackt abgeht. Das kann man da alles rausfinden. Und jetzt kommt gar keine Folie mehr, Caro. Ja. Wie kommt denn das? Das liegt daran, dass wir hier links schon etwas ganz besonders in der Luft sehen, was wir jetzt gleich vorgestellt bekommen. Und zwar das Projekt Milus. Das Projekt Milus von Tobias, Lukas und Anouk. Und Hanna und Claudia, die gerade irgendwo unter den zahlreichen Aufstehenden waren, sind die Mentorinnen dieser Gruppe gewesen. Und die präsentieren als erstes ihr Projekt. Viel Spaß. Applaus. Milus, das sind unsere wunderschönen Mini-Luftschiffe. Warum machen wir das? Erstmal braucht jeder Vortrag ein Zitat, weil jeder gute Vortrag mit einem Zitat anfängt, wie wir es in der Schule gelernt haben. Und das ist, wir wiegen alles ab und schauen, was wir absägen müssen. Das war das Motto, nachdem wir dieses Luftschiff gebaut haben. Und in die Richtung habe ich nicht gedrückt. Und das, finde ich, ist uns ganz gut gelungen. Also vorher, nachher, man beachte den Größenunterschied und wie ordentlich es ist. Warum mache ich immer dieses Knopf? Warum machen wir das? Flugzeuge verbrauchen ziemlich viel Kerosin, das ist nicht besonders umweltfreundlich und brauchen viel Energie zum Abheben, das heißt, je größer, desto teurer. Auch Quadrocopter sind zwar schnell, aber sie müssen sich selbst halten, also es ist immer noch ein hoher Energieverbrauch und es spielt nicht immer eine Rolle, wie schnell man ist. Wie jeder weiß, der schon mal aus China direkt sowas wie mit Alibaba oder so bestellt hat. Manchmal ist langsam auch ausreichend, wenn es dadurch umweltfreundlicher und billiger ist. Ja, deshalb nehmen wir Luftschiffe und die wollen wir natürlich steuern. So ein Motor sieht im Grunde so aus, also hat zwei Kontakte. Das heißt, Strom dran, dann ist er an, Strom weg, dann ist er aus. Wenn wir einen
langsamer fliegen wollen, dann müssen wir die ein bisschen an- oder ausschalten, also manchmal mit anderen Worten. Das sieht dann so aus, wenn das eine Lampe wäre, müsst ihr es vorstellen, dass es nicht nur blinken ist, sondern immer schneller flimmern, so lange bis es verschwimmt und dadurch nur die halb so hell ist oder ein Viertel in diesem Fall. Dasselbe geht auch mit Motoren. Das haben wir im Grunde gemacht. Ja, wir haben diesen wunderschönen Mikrocontroller genutzt und wir haben Python genutzt und die Ansteuerung. Genau. Ich war verantwortlich dafür, dass man mit diesem Mikrocontroller kommunizieren kann und dass man dann auch die Motoren steuern kann. Zur Kommunikation lief das dann so ab, dass der Mikrocontroller ein WLAN-Netz öffnet und mit dem verbindet man sich dann halt und kann dann über eine Webseite das Ganze steuern. Das sieht dann halt so aus und die Besonderheiten dabei waren halt, dass halt auf einem Mikrocontroller kann man nicht so einen klassischen Webserver installieren wie Apache oder so, sondern man muss halt sehr rudimentär arbeiten, weil der halt nur sehr wenig Leistung hat. Und auch das Webinterface, wie man sieht, ist jetzt nichts Besonderes, aber es funktioniert. So, wer bin ich? Ich bin der, der Dinge in die Luft jagt. Also im Endeffekt, ich bin der Bastler und noch was, wir durften keinen Wasserstoff verwenden. Dank über vorsichtigen Mentoren. Ja. Zum Anfang mussten wir alles planen und auch ein 3D-Modell in Blender vorbereiten. Das habe ich gemacht. Das haben wir dann natürlich auch gedruckt. Na, beim ersten Mal funktioniert es allerdings nie, also gab es auch ein paar Fehldrucke, unter anderem Probleme mit der Skalierung. Ja. Nachdem das Gehäuse fertig war, war es dann Zeit für die Elektronik. Für den Heckmotor mussten wir insbesondere noch, da der ja sich die Drehrichtung ändern musste, eine Haarbrücke bauen. Das ist im Endeffekt einfach nur ein Schalterkonvolut rund um den Motor. Ja. So. Was dann noch fehlte, war der Ballon und alles mit den Batterien zusammenbauen und ein bisschen Helium rein. So. Und dann waren wir bereit zum Fliegen. So, wenn ich bitten darf. Ja, ich öffne jetzt diese Webseite. Also ich verbinde mich jetzt mit dem Handy, mit diesem Netz, was der Mikrocontroller, der da unten dran klebt, aufbaut. Und dann kann ich über den Firefox, habe ich dann halt einfach diese Seite, die wir auch gerade eben in der Präsentation gesehen haben. Und wenn ich da halt jetzt die Power hochstelle, hören wir, der Motor fängt an sich zu bewegen. Aber es ist noch nicht alles ganz richtig, aber es bewegen sich zumindest schon mal die ersten Motoren. Ja, und wir hoffen eben mit diesem Projekt Aufmerksamkeit für das Modell Luftschiffe zu erwecken, beziehungsweise wieder zu erwecken, da es wirklich eine sehr coole Art der Fortbewegung ist, wie ich persönlich finde. Vielen Dank, Team Milos. Und es geht auch gleich weiter, und zwar mit dem Team Open Button. Genau, das besteht aus Nicolas, Stella, Justus, Frederik, Christopher und die Mentorinnen waren Martin und Caro. Genau, wir überlassen euch die Bühne. Viel Spaß. Okay, ja, unser Thema ist der Open Button und der wurde auch unterstützt von Caroline und Martin, wie wir hier sehen. Und unsere Themen, die wir jetzt hier vorstellen, ist einmal, was ist der Open Button überhaupt? Brainstorming, Hardware und Software. Tut uns leid. Der Open Button ist sozusagen eine Open Source Version des Amazon Dash Buttons und Befehle können halt leicht werden über Bluetooth gesendet und dann kann man mit jeglicher Schnittstelle die Befehle annehmen und weiterverarbeiten.
Der Open Button ist über einen Lithium-Ionen-Akku betrieben, den man über USB aufladen kann. Und wir haben dafür eine Platine gebaut, mit der man den Akku sicher über USB aufladen kann. Und in der, im Button selber drin ist einmal ein Mikrocontroller, der die Bewegung vom Joystick per Bluetooth an den PC sendet. Und auf dem PC ist dann ist eine Software, die dann die Bluetooth-Signale empfängt und zum Beispiel Tasteneingaben simulieren kann. Unsere Arbeitsaufteilung war, dass Christopher das Design übernommen hat. Justus, Nikolas und ich haben das JavaScript übernommen und Justus und Nikolas haben den Arduino programmiert mit C++ und Frederik hat die Hardware. Die ursprüngliche Idee vom Open Button kam uns durch ein Video von einem YouTuber namens Gates702. In diesem Video war er auf einem Hackathon und ein Freund von ihm hatte einen Xbox-Controller und mit dem hat er dann Git-Zeug gemacht, also Befehle mit einfachen Bewegungen ausgeführt. Und das habe ich als Idee vorgeschlagen und es wurde durchgesetzt wegen einem Meme. Also haben wir ein Bild davon? Ja. Wegen einem Meme. Make me sandwich. What? Make it yourself. Sudo make me a sandwich. Okay. Das kommt von Linux, wo sudo der Admin-Befehl ist, womit man alles ausführen kann. Okay, wir hatten eine Schatulle, wollten wir eigentlich ursprünglich mit dem 3D-Drucker drucken, doch unser erster Versuch war eher ein weißer Klotz. Nun ja, das ist nicht so gut gelaufen. Unser zweiter Versuch war dann, die Schatulle war zu klein und letztendlich haben wir uns dafür entschieden, mit dem Lasercutter das auszuschneiden, das Holz auszuschneiden und dann mit zusammenzukleben. Ja, als kleine Demonstration können wir unsere PowerPoint mit unserem Open Button, den wir hier sehen, steuern. Und wenn wir den bewegen, können wir die PowerPoint steuern. Und das haben wir mit Node.js gemacht, der einfach Tastendruck simuliert. Und ja. Und dann nochmal danke an Benny, der uns das Icon da erstellt hat. Hallo. Vielen Dank. Jetzt wird der Zeitpunkt kommen, wo manche Leute denken, oh, habe ich ein Déjà-vu? Habe ich nicht zwei von denen gerade schon mal gesehen? In der Tat sind zwei Mitglieder des Open Button Projekts so gelangweilt gewesen, dass sie nebenher gleich noch ein anderes mit rausgehauen haben. Das heißt, Stella und Nikolas bleiben uns erhalten auf der Bühne und stellen gleich im Anschluss ihr Projekt Laba AI vor. Ja, kommt. Okay. Also wir beide haben auch nochmal nebenbei die Laba AI gemacht. Die wurde auch unterstützt nochmal von Benny. Danke. Und ja. Unsere Themen sind nochmal, was ist die Laba AI, wie sind wir auf die Idee gekommen und wie es funktioniert. Was ist die Laba AI? Es
ist eine Software, die einen volllabert, leider nicht mit Ton, wenn man gerade Lust dazu hat, weil wem ist es noch nicht passiert, dass einem langweilig war und man dann einfach irgendwelche sinnlosen Sätze haben möchte. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Eigentlich hatten wir gar nicht die Idee, sondern jemand anderes im Sitzkreis ist dann auf die Idee gekommen, eine Lava-AI. Leider wurde die dann nicht mehr so befürwortet, aber wir fanden es immer noch lustig und haben es dann zu zweit umgesetzt. Also es funktioniert eigentlich ganz einfach. Es gibt für jede Wortart eine Liste, also für Verben, Nomen, Adjektive etc. Und von jeder Liste wird ein zufälliges Wort genommen und diese ergeben dann halt einen Satz. Unsere Ziele waren halt, dass jeder Spaß daran haben kann und hoffentlich die Sätze ein bisschen logisch sind vom Satzbau und ja. Wir haben noch eine kleine Demonstration. Unsere Arbeitsaufteilung war, dass Nikolas und ich halt nochmal das JavaScript geschrieben haben und Benny, nochmal danke, hat das Icon entworfen. Und hier ist jetzt das Icon. Ja, das ist halt jetzt unsere Lava-AI. Hier sieht man, es kommen Sätze heraus, die nicht sehr viel Sinn ergeben manchmal, aber sie sind witzig. Ja. Ich kann zur Beruhigung sagen, mit echten Menschen ist es oft nicht anders, wenn die einen verlabern. Der Anspruch muss nicht sein, dass es immer Sinn ergibt. Und jetzt kommen wir zu unserer größten Gruppe des Wochenendes. Und zwar das Projekt Project... Ach, Verzeihung, Entschuldigung. Verrutscht. ja, dann kündige du das doch mal schnell an. Wir kommen noch nicht zum größten. Wir sind bald beim größten Projekt. Jetzt sehen wir erstmal Visualpedia. Das sind Mitya, Corvin, Jan, André und Lukas. Und Abraham war ihr Mentor. Viel Spaß. Sehr geehrte Damen und Herren, auch nochmal ein Hallo von uns. Wir sind die Gruppe Visualpedia. Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, was dieses Projekt ist. Und in diesem Vortrag werden wir darauf eingehen. Und dazu wird jetzt erstmal Corvin mit der Idee beginnen. Ja, also mein Problem am Anfang war es, dass es zu wenige Fakten in Umweltdiskussionen gab. Also, dass es zu viele Fake News gab. Das fand ich blöd. Deswegen haben wir weitergedacht, also als erstes Mitya und ich. Und haben uns überlegt, wo kann denn jeder Mensch zu jedem Thema Fakten herkriegen? Ja, Wikipedia, das gab es schon. Aber was ist das Problem an Wikipedia? Wenn man dafür mal auf die Klimawandelseite von Wikipedia geht, braucht man allein 10 Sekunden, um einmal von oben nach unten zu scrollen. Und ja, das liest sich niemand so wirklich durch. Deswegen, lange Texte sind doof, das will niemand. Und deswegen haben wir uns überlegt, was müssen wir denn machen? Da sind wir zu unserer Mission gekommen. Wir sollten eine Plattform machen, die übersichtlich, vernetzend, lehrreich und nicht lerndemotivierend ist. Also wir nehmen die guten Sachen aus Wikipedia und tun unsere eigenen guten Sachen dazu. Nach relativ viel Stress, ob wir es schaffen und relativ viel Mathe, sind wir zu unserer Lösung gekommen. Wikipedia. Aber bevor wir den Prototyp zeigen, wird erstmal Mitya was dazu sagen. Genau. Jedenfalls am Anfang habe ich eine
API für Wikipedia gesucht, womit ich die bestimmte Wikipedia-Texte, sagen wir, ich gebe jetzt in einem Suchfeld Klimawandel ein, kriege ich den Wikipedia, also nimmt die API den Wikipedia-Text und filtert halt nur das Schlechte, also das Unwichtige raus und nimmt sich nur das Wichtige. Genau. Corvin hat das Frontend gemacht und die API war in Java und das hat zu Problemen geführt, weswegen wir also zu Problemen mit der Kommunikation zwischen dem Programm und der Website. Deswegen sind wir auf JavaScript umgestiegen. Und Jan-André möchte euch jetzt den Code vorstellen. Okay, wir haben die Webseite mit HTML erstmal gemacht. Danach haben wir es verbunden mit dem Wikipedia-Server mit JavaScript und alles schöner gemacht haben wir mit CSS. Also das ist das Frontend. Wenn man zum Beispiel hier sieht, nein, das ist das Backend. Also das ist das Frontend. Hier wird zum Beispiel Suchknopf wird diese Funktion ausgeführt. Dort wird man zum Backend geleitet. Und dort wird das halt ausgewertet und wieder zum Frontend geleitet und ist angezeigt. Ja. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das alles aussieht, wenn es fertig ist. Sieht man das? Nö. Blöd. Perfekt. Ich sehe gar nichts. Dann, wenn man hier oben einen Begriff eingibt, über den man was wissen will, könnt ihr jetzt mal sagen. Jugendhakt. Jugendhakt. Dann wird kurz geladen und danach sieht man hier eine Kurzzusammenfassung, wo eigentlich schon alles drin steht. Da kann man auf Mehr lesen klicken, dann kommt man zu Wikipedia. Hier kann man Listen sehen, wo alles drin steht, beziehungsweise die was damit zu tun haben. Und hier kann man die verlinkten Artikel sehen, die in dem Wikipedia-Artikel verlinkt waren. Das kennt ihr vielleicht, die blauen Begriffe in den Wikipedia-Artikeln. Ja. Dann kann man hier drauf drücken und zum Beispiel was über GitHub lesen. Und GitHub hat ein Bild in ihrem Wikipedia-Artikel, deswegen wird das hier auch angezeigt. Und ja, das war unsere bisherige Webseite. Ja. Ich bin nicht das letzte Wort gekauft. Vielen Dank. Jetzt aber wirklich. Die größte Gruppe an diesem Wochenende. Project V. Mit Baran, Julian, Peter, Marlon, Nathan, Zoe, David, Max und Caleb. Genau, und die Mentoren waren Johannes und Jasmin. Also wir erwarten jetzt 400 Personen auf diese Bühne kommt. Ihr macht das, was ihr schon wunderbar die ganze Zeit gemacht habt. Sie mit einem Applaus hierher tragen. Und dann viel Spaß.
Okay, kennen Sie das nicht auch, dass man sich viel zu wenig überwacht fühlt heutzutage? Ich meine, auf dem Weg vom Eingang bis nach hier oben wurden Sie nur von 2 Kameras erfasst. Stellen Sie sich mal vor, was da hätte passieren können in der Zwischenzeit. Also, wir vom Projekt V haben den V-Turm entwickelt. Der ist leicht, portabel und schnell einsetzbar, damit der Staat generell für die Sicherheit seiner Bürger in minimalster Zeit halt sorgen kann. Und der V-Turm kann Aggressoren halt erkennen, identifizieren und im schlimmsten Fall auch eliminieren. Ja. Ich weiß. Ja, genau. Interrupt. Als Disclaimer wollten wir nur nochmal voraussagen, dass unser Projekt ein Kunstprojekt ist und dass wir damit einfach nur beleuchten, wie sehr man eigentlich überwacht wird und das eben damit auch kritisieren. Jetzt, wo ich aber sowieso schon rede, kann ich Ihnen auch ein bisschen vorstellen, was denn dieser Turm da überhaupt ist. Warum sieht das so komisch aus? Warum funktioniert das nicht? Und zwar haben wir uns gedacht, wir brauchen eine Kamera und wir müssen diese Kamera bewegen können. Und dann haben wir 2 Schrittmotoren genommen, dann können wir die um 2 Achsen drehen, ja, könnte ich jetzt zeigen, mache ich aber nicht. Und da ist so eine Batterie, die hat Strom und da ist so ein Raspberry Pi, man sieht ganz schön viel, da ist ein bisschen Magie. Also das nimmt im Prinzip ein Bild, schickt das und nimmt Anweisungen und führt die aus. Ja, genau, dann kommen wir jetzt mal zur technischen Umsetzung. Also wie er schon gesagt hat, haben wir sehr viele Sensoren, um halt die bestmögliche Überwachung zu garantieren. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel mit Caleb das Frontend und Backend gemacht von der App. Die App funktioniert halt im Prinzip so, man loggt sich in, unser netter Tester Axel Voss hat sich dann auch eingeloggt. Ganz links sieht man dann die Activity, wo man eigentlich das Bild der Webcam sieht. Mit den Pfeilen kann man die dann steuern. Unten gibt es dann auch noch weitere Sensordaten, wie man da sieht, zum Beispiel ein Wärmesensor, Feuchtigkeit, Gassensor und Ultraschallsensor, um halt Entfernungen zu messen. Nur leider konnten wir da jetzt kein Bild einfügen, wegen datenschutztechnischen Gründen. So, dann mal kurz zu den Risiken. Die Risiken bei solchen Systemen ist zum Beispiel einmal der Missbrauch durch einen Menschen selber, dass der zum Beispiel für private Zwecke andere Menschen damit ausspioniert oder eliminiert. Genauso ist aber auch im größeren Stil eine Verletzung der Privatsphäre zum Beispiel möglich, wie man hier in Köln auf der Domplatte zum Beispiel sieht, wo riesengroße Kameratürme, wie gerade eben auch im Film gezeigt, stehen, mit denen man theoretisch den Leuten fast bis aufs Handy gucken kann. Das war's. Vielen, vielen Dank. Weiter geht's mit dem Projekt APTR von Leo, Simeon, Niklas, Milan und Yannick. Und Patrick und David waren die beiden Mentoren. Und da reihen sie sich auf. Viel Vergnügen. Applaus! Ja, wir sind das Team APTR, das steht für Accessible Public Transport Routing und wir haben etwas gemacht, was Routing ähnlich zum Bahnnavigator nur mit Einbezugnahme von Live-Daten zu Aufzügen macht. Genau, die ausgehende Problemstellung war nämlich, dass das normale DB-Routing nicht bedenkt, wenn ein Aufzug kaputt geht. Also man kann zwar sagen, okay, ich bin Rollstuhlfahrer, ich hätte gerne eine Route, die Aufzüge hat, aber eben wenn einer mal im Laufe des Tages kaputt geht, dann wird der Navigator einen nicht umleiten und deswegen haben wir Projekte genommen und Live-Daten damit eingebunden. Ja, dazu haben wir uns ein Programm genommen, das heißt Open Trip Planner, das in einigen Städten in den USA verwendet wird bereits und das ist freie Software
Und als Frontend haben wir DigiTransit genommen. Das ist ein Frontend, also eine Darstellung der Daten, die von der finnischen Verkehrsbehörde entwickelt wurde und auch als freie Software zur Verfügung steht. Und dort haben wir dann versucht, das Routing eben so anzupassen, dass die Live-Daten berücksichtigt werden. Genau, damit hatten wir allerdings ein paar Probleme. Und zwar, dieser Open Trip Planner ist schon etwas älter und es gab mehr als 200 To-Dos, die im Code drin standen, aber auch Anmerkungen von den Entwicklern, die anscheinend nicht mehr genau wussten, was die Funktionen taten, wie zum Beispiel die Anmerkung What does that even mean? Why are there so many columns and numbers? Oder auch ein Funktionsname Do something. Genau, aber dazu gab es auch noch die Probleme, also jede der Verkehrsbehörden hatte für die Station eine eigene Nummerierung. Jeder Aufzug hat von der Deutschen Bahn eine Nummer bekommen. Die kann man mit einer anderen API oder einer Schnittstelle der Deutschen Bahn umwandeln in die DB-interne Stationsnummer, die dann wieder umgewandelt wird in die globale Stationsnummer. Und die wird dann von unserem Verkehrsverbund in eine weitere Stationsnummer namens ASS umgewandelt. Und um erstmal dieses Nummernchaos zu beheben, haben wir dann ein Backend geschrieben, was ein Express-Server in Node.js ist. Das verknüpft die verschiedenen Datensätze von der Deutschen Bahn und vom VRS und gibt so unserem Frontend quasi ein Objekt, was dann benutzt werden kann. Und dieses stellt dann quasi die Daten als API, also Schnittstelle zwischen Programmen zur Verfügung. Und nun kommen wir zu einer Live-Demo, wenn sie funktioniert. Genau. So, hier sehen wir das Interface von DigiTransit. Und jetzt haben wir hier eine Route von, ich glaube, wo war das? Von Troisdorf nach Hamm-Westfalen. Und jetzt sehen wir noch das ist eine Strecke, die aktuell mit einem kaputten Aufzug, beziehungsweise wo ein kaputter Aufzug im Köln-Bonner Flughafen ist. Aber das müssen wir ja irgendwie beheben. Also gehen wir in die Einstellungen, dann die Barrierefreiheit einstellen. Und jetzt werden die Routen neu berechnet und man kann sehen, dass keine Route mehr über diesen Köln-Bonner Flughafen gehen, sondern eine Station davor oder danach anhalten, beziehungsweise zum Umsteigen genutzt werden. Wie es sich bei Jugendhakt gehört, haben wir auch den ganzen Code, den wir geschrieben haben und die Projekte, die wir angepasst haben, für das Projekt auch öffentlich auf GitHub zur Verfügung gestellt. Und zum Schluss geht nochmal ein herzlichen Dank raus an Elescore. Das ist ein Projekt, das die Aufzugsdaten der Bahn aufbearbeitet und weil die geben immer zurück, was aktuell kaputt ist. Und mit Elescore haben wir zum Beispiel auch so einen Verlauf und wir haben auch nicht nur die Daten, wann es eine Änderung gab in dem Zustand eines Aufzugs innerhalb der letzten paar Stunden, sondern ich kann auch sehen, wenn ein Aufzug vor einem Jahr kaputt gegangen ist und der immer noch kaputt ist. Dann an die so halb funktionierende API der Bahn, die haben so eine Open-Data-Schnittstelle, aber wie das bei Open-Data häufig ist, gut gemeint ist meistens nicht immer gut gemacht. Das ist hier leider auch der Fall. Dann haben wir vom VRS, das ist hier ein Verkehrsverbund hier irgendwo in der Nähe, von dem haben wir auch eine Tabelle, weil wir ja diese IDs miteinander irgendwie verknüpfen müssen. Da haben wir eine sehr große Tabelle bekommen. Vielen Dank an Benny für das Logo-Entwurf und vor allem natürlich der Orga für dieses super tolle Event. Ach, und natürlich unsere Mentoren, die dürfen wir nicht vergessen, die haben uns auch sehr viel geholfen. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Hat Benny eigentlich schon einen Designerin-Badge bekommen? Das wäre ganz gut. Ja! Ein bis fünf. Ein bis zehn. Ja. Oh, gut. Oh, hoi, hoi, hoi. Wow, dann haben wir, sehr gut.
Als nächstes haben wir einen Einzelkämpfer mit dem SAO-Helm, so heißt das Projekt. Ein weiteres schönes hardware-lastiges Projekt, wie ihr gleich sehen werdet. Genau, da wurde gebastelt und Hand angelegt von Julius unter Hilfestellung von Henrik und Christian, die seine beiden Mentoren waren. Und damit überlassen wir Julius die Bühne. Hallo, ich bin Julius. Ich hatte mir vorgenommen, also in einem Anime gibt es so eine Art Nerf Gear, das ist so eine Art Helm, wo man in so eine Virtual Reality Welt in dem Sinne eindringt. Und weil ich nicht direkt ein ganzes Spiel Virtual Reality irgendwie programmieren wollte oder schaffen wollte, hatte ich erstmal mich mit dem Helm auseinandergesetzt. Und was ich hier anhabe, ist in dem Sinne das untere vom Helm, was heute gerade noch fertig geworden ist. Da kommen eigentlich noch hier so welche, die über den Kopf gehen. Und dann kommen noch welche, die dann die Maske halten, wo dann die Servos angeschlossen werden, damit die Maske wie bei Iron Man hoch und runter fahren kann. Umschalten auf die Kamera. Und viele fragen sich natürlich, warum umweltbewusst. Man kann in dem Sinne mehrere Sensoren, zum Beispiel Feinstaubsensoren, anschließen an dem Arduino Uno, der hier unter den Kabeln versteckt ist. Und damit könnte man theoretisch einfach draußen anmachen und einfach unterwegs einen Feinstaubsensor gucken, was so für Feinstaubwerte oder andere Werte verfügbar sind in der Umwelt. Hier haben wir ein LCD-Display drin, wo ein Programm drauf geschrieben ist, dass man den seriellen Monitor, heißt die ganzen Daten, die von einem Sensor auskommen oder empfangen werden, werden auf diesem Monitor sichtbar. Viele fragen sich, okay, der Bildschirm ist 2 Zentimeter von meinem Auge, das kann ich doch nicht scharf stellen. Deswegen das lange Ding hier, da muss man gucken, meine Ohren sind ein bisschen zu breit, muss ich noch ein bisschen kürzen. Dass ich dann wirklich bis nach hinten durch und dann hat man 3-4 Zentimeter und das schafft mein Auge. Also ich bin ganz zufrieden. Also man sieht auch, man hat 2 schwarze Augen. Durch das eine kann man so durchgucken, was in dem Sinne wie beim Auto mit so einer Folie gespiegelt ist. Beim anderen ist es komplett schwarz, weil dann der Bildschirm da ist. Dann hat man die beiden Servos, die dann später, wenn der Helm komplett zu ist, damit man dann per Knopfdruck an der Seite den Bildschirm hoch und runter fahren kann, oder eher gesagt die Maske, damit man auch unterwegs, wenn man mal irgendwie in den Bus einsteigt oder zur Bank geht und es geht nicht so schnell ab, dass dann nicht gleich kommt, hallo Polizei. Jetzt können wir nochmal rüberschalten, ich hatte nochmal was gemacht. Die ganzen Teile, die hier liegen auf dem Tisch, waren am Freitag erstmal nur im Programm zu sehen. Am Samstag oder über die Nacht, sagen wir es ja so, wurden die Teile dann komplett auseinandergenommen, zurechtgeschnitten für die ganzen 4 3D-Drucker. Es tut mir leid, die Leute, die was drucken wollen. Und das waren in dem Sinne die ganzen Teile. Diese Teile haben wir alle durch, alle gelben. Das hier habe ich gerade auf in dem Sinne, bloß dass wir hier oben den Deckel nicht haben. Der Deckel ist nämlich hier und die Teile, die dann später die Maske in dem Sinne halten. Das sind die Teile, die wir noch fehlen. Und hier stehen so die Arbeitsschritte drinne. So als erstes den Auseinandercutten, dann Slicen für den 3D-Drucker. Dann druckt man sich und dann freut man sich, was man erschaffen hat. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Umwelt, weil irgendwas muss ja mit Umwelt zu tun haben. Wie schon am Anfang gesagt, man kann jeden Sensor, den man Bock drauf hat oder den man programmieren kann, einfach reintun, programmieren und los geht's. Das Positive ist, man braucht keinen Laptop mehr rumzuschleppen, sondern hat alles auf dem kleinen Monitor und es spart Zeit und Energie.
Vielen Dank, Julius. Als nächstes sehen wir auf der Bühne Team Pipefood. Genau. Das sind Viktor und Andreas mit den Mentoren Björn und Ben, weil die jetzt noch ein bisschen Zeit brauchen zum Aufbauen. Genau, ihr seht schon, es ist ein größeres Unterfangen, das hier vorbereitet wird. Es kommen noch größere Maschinen zum Einsatz. Aber das gibt uns die Gelegenheit. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, Umwelt ist natürlich ein großes Thema jetzt hier bei JugendHackt, aber das muss man natürlich auch richtig zu Ende denken und alles, was ich bisher gehört und gelernt habe, ist, dass das bei JugendHackt auch nicht nur thematisch, sondern auch mit allem, was im Event passiert, der Fall ist. Genau, denn wir haben uns auch den Kopf zerbrochen, wie wir denn mit unserer Orga die Umwelt verbessern können. Und da haben wir tatsächlich ein paar ganz gute Ergebnisse erzielt, denn wir konnten über 650 Blatt Druckmaterial einsparen. Applaus. Das war nämlich gar nicht so einfach. Wir haben viel auf wiederverwendbare Materialien gesetzt. Das heißt, die Deko, die ihr jetzt hier so rumhängen seht, das können wir alles im nächsten Jahr wiederverwenden. Das ist relativ gut wassergeschützte Folie. Genau, bei der Verpflegung haben wir darauf geachtet, dass wir nur Mehrwegflaschen benutzen aus Glas. Das heißt, die werden wieder abgeholt und können wiederverwendet werden. Genau, wir haben vegetarisches und veganes Essen an diesem Wochenende gehabt. Das sind insgesamt 520 Essen gewesen. Also da konnten wir auf jeden Fall auch einiges einsparen an fleischlichen Ressourcen. Genau, und wir haben wahnsinnig viel Leitungswasser getrunken, weil wir so wundervolle Behälter hatten, die wir mit Gurken, Limetten, alles, was uns so schmeckt, befüllen konnten und haben uns so auch ein bisschen die Limo erspart. Sehr, sehr gut. Braucht ihr noch ein bisschen? Ich kann auch weiterreden. Vielleicht okay. Noch ein bisschen? Ja, dann kann ich noch an dieser Stelle auch Danke sagen für die Claudia. Die hat nämlich am Freitagabend eine Keynote zum Jahresschwerpunkt gehalten, die sehr spannend war. Vielen Dank. Also, unser Projekt heißt Pipefood. Der Name macht auch Sinn, weil wir haben uns vorgestellt, dass wir ein System von Röhren unter der Stadt bauen könnten und dass dann Läden sowie Amazon zum Beispiel Sachen in Transporter tun können, aber halt statt in Autos in so Röhrentransporter, die man dann wie bei der Röhrenpost zu Wohngebieten schickt, das halt dann nur mit Essensbefüllung, dass man dann nicht immer mit dem Auto zum Einkaufsladen fahren muss und dadurch Abgase produziert und man fährt auch öfter wegen jeder Kleinigkeit dahin, weil man zum Beispiel die Eier dann für den Kuchen vergessen hat. Und das kommt dann nicht mehr vor, da kann man es einfach bestellen und das kommt dann in 3 Minuten an, weil es sehr schnell geht. Aber wir konnten jetzt nicht kein großes Modell bauen, deshalb haben wir das. Und das wird auch nicht in jede Wohnung, würde das nicht ankommen, sondern in so Abholzentrum wie diese DHL-Abholpaketdinger, wo man dann einfach das abholen kann und dann zu Fuß dahin gehen kann. Und ja. Da wir natürlich nicht hier in Köln den ganzen Boden aufbuddeln können und überall Rohre verlegen können, haben wir hier so ein kleines Minimodell gebaut, wo man einen Tischtennisball hier in ein Wohngebiet A oder B transportieren kann. Aber da wir nur einen Staubsauger haben, haben wir es so gemacht, dass die dann am Ende wieder in einem Kasten landen, der Tischtennisball und so. Ja, wir konnten jetzt keinen Druck erschaffen, also wir konnten den Staubsauger da nicht reintun und weil der auch keine Rückpustfunktion haben, deshalb haben wir es jetzt mit Ansaugen, also Unterdruck gemacht. Sonst würde das eigentlich hier aufhören und hier ist dann Sammelstation B und Sammelstation A. Aber ja, und hier tut man dann den Ball rein, wenn der Staubsauger an ist. Hier ist unser Computer, der die Weiche hier steuert. Also hier kann man ja A oder B auswählen. Dann sagt eigentlich das Zentrum, ja, der soll in die Sammelstation und dann fährt er dahin. Und hier sieht man auch 2 Lampen. Die rechte leuchtet, wenn das in die rechte Röhre, also B, kommt. Und die erste leuchtet, die linke, wenn es in
in Wohngebiet A fährt. Und hier, der Computer ist bei uns jetzt ein Arduino. Und der Motor für die Weiche ist ein Servomotor. Und ja, wir wollten es jetzt nochmal vorführen, einmal in schnell und einmal in langsam, weil das ist wirklich sehr schnell. Also jetzt kann man hier entweder Wohngebiet B oder A auswählen. Können wir ja mal mit A als erstes machen. Dann sieht man hier auch Lampe, dass die da halt hinleuchtet. Und jetzt geht's sehr schnell. Und aber wie man sehen konnte, ist der, wenn die linke Lampe leuchtet, aus Haus A, also in Wohngebiet A angekommen. Also der kommt aus der Röhre. Kannst du das nochmal antun? Wie kannst du das so antun? Und hier ist auch, und wenn man nochmal auf den Knopf tippt, dann schaltet die Weiche und das geht in Wohngebiet B und die andere Lampe leuchtet auch. Und wir wollten es auch nochmal in langsam machen, weil sonst sieht man nicht so ganz, wie der Ball da rauskommt. Jetzt ist B eingestellt. Und ja, das war es eigentlich schon. Vielen Dank, sehr cool. Sehr, sehr gut. Ihr könnt es gerne mal bei mir zu Hause testen. Ich habe da einen ähnlichen Aufbau, so einen Staubsauger auch. Ist ein Simulator, aber man muss auf dem Boden ganz viel hin und her. Ist so ein Projekt, so ein Forschungsprojekt. Ich suche da immer noch Teilnehmer. Ah, gut, ein Versuch war es wert. Hätte klappen können. Es hätte klappen können. Ja, da steht auch schon die nächste Gruppe bereit und das ist die Gruppe By Together mit Kim, Alexander und Friedrich. Und Martin und Zoe waren deren Mentor und Mentorin. Also während das hier startet, würde ich uns mal ganz kurz vorstellen. Das sind ist Kim, Alexander und ich bin Friedrich. Und wir sind von By Together. Und ja, deswegen stellt euch der Kim jetzt erstmal das vor. Ich stelle es euch vor. Ja, die Idee, es ist eine Art soziales Netzwerk, wo Menschen zusammenkommen und halt sich austauschen können. Die es gibt zwei Kategorien, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt einmal Einkäufer und einmal jemand, der der sich was einkaufen lässt. In dem Beispiel ist es der faule Typ. Ja, an den Beschreibungen müssen wir noch arbeiten. Ja, hier in dem Beispiel ist es so: Der Einkäufer sagt dem faulen Typen, also er stellt auf die Server: Ich gehe um 10 Uhr bei Fairmarkt einkaufen. Und dann sagt der unser fauler Typ: Ja, kannst du mir bitte Bananen und Äpfel und Kiwis mitbringen? Ja, das ist die Idee. Ja, das Ziel ist, dass wir dann Fahrten sparen und somit auch weniger CO2 ausstoßen. Ja, es gab dabei gewisse Probleme, nämlich einmal die Kommunikation mit dem Webserver, dass nicht nur der Client sich das bei sich sieht, das haben wir leider auch noch nicht fixen können und das war einfach zu viel Arbeit. Und dann hatten wir auch noch Probleme mit dem Austausch der Speicherstände. Das haben wir dann mit GitHub gelöst. Ja, und in der Zukunft wollen wir noch ein Motivationssystem einbauen und auch eine Datenbank und ein Login. Ja, ich würde sagen, wir kommen zur Live-Präsentation. Ja, hier kann man sich aussuchen, ob man entweder als Einkäufer oder als fauler Typ agieren möchte. Als Einkäufer, ja, cool. Wenn man jetzt hier auf Send Message klickt, dann kommt hier unten bei unserem faulen Typen, Friedrich kauft um 13:08 Uhr bei Fairmarkt ein. Und das sollte jetzt, wenn man jetzt an einem anderen Rechner ist, dann sollte auch in der gleichen Sektion sollte das bei einem dann genauso aussehen. Funktioniert leider noch nicht. Dann sagt hier unser fauler Typ, in dem Fall Alexander, dass er gerne Bananen, Äpfel und eine Kiwi hätte. Ja, und das wird dann da oben als Liste. Er scheint dann da oben als Liste.
Danke, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank euch dreien. Wenn wir eine größere Gruppe bevorstehen. Als nächstes sehen wir Close Nearby. Mit dem wunderbaren Zungenbrecher Gian, Jan Hendrik, Benjamin, Agnes, Mathilda, Jana. Und die Mentoren waren Carsten, Lorraine und Adrian. Viel Spaß. Hallo, heute präsentieren wir euch unser Projekt Close Nearby. Also das Problem, was wir lösen wollten, ist, dass es generell sehr schwierig ist, ein bestimmtes Kleidungsstück zu finden, besonders wenn es nachhaltig ist. Und wir wollten jetzt mit unserer Webseite vereinfachen, etwas eine nachhaltige Kleidungsstück zu finden. Also wir hatten uns vorgestellt, dass wir dann eine App haben und dann können wir auswählen, ob es uns gefällt oder halt eben nicht. Und dann wird einem das beliebteste Produkt zuerst vorgezeigt und dann können wir auch sehen, ob es Fairtrade und nachhaltig ist und in welchem Geschäft es verkauft wird. Und durch einen Filter wollten wir auch, dass es speziell an eine Person angepasst wird. Wir hatten dabei aber ein paar Probleme. Inkscape, das Designprogramm wollte zuerst nicht installieren, hat dann zum Glück noch geklappt und wir hatten zu wenig Zeit, um diese ganzen komplizierten Dinge überhaupt umzusetzen und unser größtes Problem war eigentlich die Namenfindung. Also wir haben als Programme haben wir einmal Eclipse genommen, um die Kombination mit der MySQL-Datenbank und der Webseite herzustellen. Für die Programmiersprachen haben wir dann bei der Webseite HTML, CSS und JavaScript benutzt. Für die Map haben wir die OpenStreetMap genommen und für die Verbindung auch noch mit Java. Für das Design haben wir dabei auch noch Procreate und Inkscape benutzt. Ich habe unser Logo designt, wie auch bei vielen anderen Projekten. Da sehen wir, dass das T-Shirt in der Hälfte geteilt ist, weil wir es eigentlich so hatten, vorhatten zu machen, dass wir bei einer Seite eintragen können, ob uns es gefällt und wie wir es finden, das Produkt, ob wir es gut finden oder ob wir es halt nicht so gut finden. Dadurch ist das T-Shirt in der Hälfte geteilt, auf der Hälfte halt das Grün das Herz, gefällt mir, Rot das X, gefällt mir nicht. Ich habe es designt im Programm Procreate an meinem Tablet und gezeichnet. Also nun zeigen wir euch noch das Ergebnis. Diese Webseite lädt die Daten aus der Datenbank ein als JSON-Files und mit JavaScript zeigt es diese Punkte an. Das heißt zum Beispiel, wenn wir hier uns für einen Pullover interessieren, können wir auf einen gelben Punkt klicken und wir können auch rausscrollen, dann sehen wir, dass es mehrere Pullover gibt. Und falls wir noch was anderes brauchen, können wir hier zum Beispiel auch bei einem roten eine Hose kaufen. Und falls ich gerade nicht weiß, wie ich da hinkomme, kann ich hier diesen Link klicken und dann zeigt es mir mit OpenStreetMap, wie ich dorthin komme. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal mit uns nachhaltige Kleidung kaufen werdet. Ja, und wir haben alles verlinkt auf GitHub und Hackdash, da könnt ihr die beiden Codes benutzen, da ist alles drauf. Vielen Dank, Team Clothes Nearby. Open Graffiti ist die nächste Gruppe, die sich jetzt hier vorne so langsam einfindet.
Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja. Wenn ganz, ganz viele Informatiker auf einem Haufen hocken, dann hat man die meisten technischen Probleme. Wow. Komm. Ja, herzlich willkommen. Wir sind Open Graffiti, Hannes, Joshua und ich, Torben. Und genau, wie sind wir auf unser Projekt gekommen oder zur Idee? Wir haben uns gedacht, man möchte sich ja künstlerisch ausleben und in Form von Graffiti auch zum Beispiel. Und das ist halt an öffentlichen Wänden relativ schwer, weil man eigentlich nirgendwo legal sprayen darf. Und genau, dann haben wir uns gedacht, okay, was können wir machen? Man könnte natürlich immer irgendwas beantragen, aber das ist echt, ja, macht eigentlich wenig Sinn. Und deswegen haben wir uns gedacht, lösen wir das. Und zwar mit Augmented Reality. Genau, was ist das? Das wird jetzt Hannes erklären. Ja, genau. Also Augmented Reality bedeutet, dass man in die Realität digitale Objekte hineinrendert. Also es gibt eine Software, die überprüft, wie ist die Umgebung aufgebaut, wo sind Flächen, wo befinden sich Objekte, und dann wird berechnet, wo würden sich jetzt ein dreidimensionales Objekt hier in dieser Umgebung befinden. Das Ganze haben wir realisiert mit AR Core, das ist Google. Die haben da eine Software entwickelt, die schon sozusagen für ein Wände detected und eine mehr oder weniger vereinfachende Sprache, aber dazu später nochmal was. Ja, wir haben programmiert in Android Studio, weil es natürlich eine Android-App ist. Sie läuft auf dem Handy. Die Grafik haben wir mit OpenGL gemacht. Das ist sozusagen einfach Grafikkartensprache. Und als Grundlage für unser Projekt haben wir nochmal ein ähnliches Projekt genommen, an dem wir uns orientiert haben. Und in dem konnte man halt Linien die Luft zeichnen. Das wollten wir natürlich nicht. Wir wollten, dass man dann Wände zeichnet. Was wir jetzt für Probleme hatten bei der Umsetzung und welchen Herausforderungen wir uns stellen müssen, das jetzt. Genau, wir wollten ja an Wände sprayen und die Challenge war dann natürlich erstmal Wände zu erkennen. Und das ist in dieser Library jetzt schon gegeben. Also wir haben relativ leicht, also im Endeffekt war es leicht, aber wir haben einen langen Weg dahin gehabt, es hinbekommen, Wände zu erkennen. Und genau, jetzt war eben die zweite Aufgabe oder die zweite Herausforderung, diese Graffitis, die ja sozusagen 2D sind, in den dreidimensionalen Raum zu bekommen und gleichzeitig aber auch an die Wand. Das heißt, wir hatten teilweise, also sehr lange, bis heute Nacht um, weiß ich nicht, 5 noch oder so, das Problem, dass die Graffitis, also was halt solche runden Sprays waren, sozusagen senkrecht zur Wand standen. Und das war jetzt physikalisch halt nicht ganz richtig und das hatten wir halt bis heute fast nicht hinbekommen, aber heute noch geschafft. Und deswegen können wir euch jetzt tatsächlich auch eine Demo zeigen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, AR Core, also insgesamt Augmented Reality, ist ja relativ neu und es wird auch unterstützt auf Android-Handys, aber leider erst auf sehr, sehr neuen. Und wir hatten wirklich Probleme, ein Test-Handy dafür zu bekommen, mussten dann irgendwie mit ein paar Tricks das auf älteren Handys installieren, aber es hat uns auch Probleme bereitet. Und jetzt, sorry fürs so lange Reden, jetzt kommen wir zur Demo. So. Ja, hier sehen wir die App. Wunderschön. Ja, wir haben eine Kamera und wir sehen auch etwas. Tatsächlich unten in der Ecke sehen wir so ein kleines Stift-Tool. Ja, da kann man die Farbe auswählen. Bitte erdenkliche. Und dann sehen Sie schon hier diese Punkte auf dem Boden. Das bedeutet, unsere Software hat eine Fläche entdeckt und auf der können wir jetzt zeichnen, tatsächlich, indem wir auf das Display drücken und dann einfach einen Farbstreifen ziehen. Wunderschön. Ein bisschen buggy. So, und jetzt können wir sogar mit unserem Zeichentool unten in der Ecke auch die Farbe ändern. Welche Farbe sieht cool aus? Lila. Komm, mach lila. Kriegst du es gemischt? Wow. So, ja, und jetzt können wir hier fröhlich weiter sprayen.
Ja, also wir haben uns jetzt für den Boden hier entschieden, weil es gab ein paar kleine Probleme mit Wänden. An sich funktioniert es, aber viele Wände werden nicht erkannt, weil die zu eintönig sind und irgendwo ran muss sich halt die Software orientieren, damit sie weiß, ist das jetzt eine Fläche oder ist das irgendwas anderes. Das ging bei Wänden schwer. Ja, so. Ja, dann kommen wir noch zum Ausblick. Weil, ja, wir hatten 2,5 Tage Zeit. Und da konnten wir natürlich nicht alles machen, was wir vorhatten. Wir haben ewig daran gesessen, das überhaupt irgendwie zum Laufen zu kriegen. Und da fehlt natürlich einiges. Zum Beispiel hatten wir geplant, vielleicht unterschiedliche Aufsätze zu machen für unterschiedliche Liniendicken oder unterschiedliche Muster. Wir haben überlegt, Schablonen zu machen für gerade Linien. Oder zum Beispiel auch die Sachen zu speichern. Wenn man jetzt die App schließt, ist es halt weg. Ist halt so. Das hätte man natürlich auch noch machen können, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank, dass wir euch zuhören durften. In der Tat. Zwei Teams haben wir noch und eins davon heißt Fröhlichkauf. Genau. Ohne das P. Fröhlichkauf. Und so auch ihr Projekttitel. Ja, daran waren beteiligt Noah, Joel, Xenia, Jan, Niklas und die Mentoren Carsten von Birne und Julia. Viel Spaß! Xenia, hast du denn schon mal was von Fröhlichkauf gehört? Nein, Joel, was ist das denn? Also ich bin mir da selber nicht so sicher, ich habe das im Internet gelesen, aber was es ist, das weiß ich auch nicht so genau. Es klingt ja ein bisschen wie ein Supermarkt. Nein, da liegt ihr alle falsch. Bei Fröhlichkauf geht es um ein Projekt, das allen Leuten zeigen soll, wie nachhaltig sie einkaufen. Genau. So schreibt man das, Fröhlichkauf, das schreibt man so, wie es spricht und wir haben uns ein tolles Motto ausgedacht und zwar ist das Motto, fröhliche Menschen kaufen mit Fröhlichkauf. Wir hatten nämlich dieses Wochenende ein sehr witziges Wochenende hier, deshalb auch nochmal ein herzliches Danke an die Orga und an alle Menschen, die hier waren. Wir haben sehr viel gelacht. Trotzdem haben wir ein etwas ernstes Projekt. Wie gesagt, es geht darum, wie nachhaltig die Produkte sind, die man einkauft. Dazu haben wir viel mit Daten gearbeitet, wir haben ein eigenes kleines Datenset erstellt und darüber erzählt euch jetzt Xenia was. Wir möchten Produkte gerne in 3 Kategorien bewerten: Umwelt, Gesundheit und Ethik. Für die Gesundheit haben wir uns dabei die Inhaltsstoffe angeschaut und die Nährwerte, die in diesem Produkt vorhanden sind. Die Inhaltsstoffe zählen mit 20% in die Kategorie und die etwas wichtigeren Nährwerte mit 80%. Für die Inhaltsstoffe haben wir uns überlegt, eine Liste zu machen mit schädlichen Inhaltsstoffen und eher gesundheitlich positiven Inhaltsstoffen, die dann dieses Ranking ausmachen. Wir vergeben immer 0-5 Sterne pro Kategorie und daraus setzt sich dann ein Durchschnitt zusammen. Bei den Nährwerten haben wir uns an gesundheitlich unbedenklichen Grenzwerten orientiert, die wir von der britischen Lebensmittelbehörde genommen haben. Und daraus setzt sich dann auch der Score zusammen. Als nächstes haben wir uns gedacht, Umwelt ist auch ein sehr wichtiger Punkt und da haben wir erstmal geschaut, was für eine Verpackung hat das Produkt denn? Denn es gibt natürlich Papier, Plastik, Glas oder gar keine Verpackung in manchen Geschäften und je nachdem gab es dann eine bestimmte Punktzahl, die das Produkt dann dadurch erreichen konnte. Es wurde dann, hat dann 50% der Wertung für Umwelt ausgemacht und die anderen 50% war die Herkunft. Also wenn das Produkt aus demselben Land ist wie der Verbraucher, dann muss es natürlich nicht so weit hertransportiert werden und ist für die Umwelt besser. Ansonsten Ethik, wir haben ja auch hier über Hackerethik geredet, ist auch bei Einkaufen wichtig und da haben wir uns überlegt, wie kann man das denn bewerten, dass es objektiv ist. Und dann haben wir uns mit den Herstellungsbedingungen beschäftigt. Da gibt es immer diese kleinen Tochterfirmen, die zu einer größeren Firma gehören. Und dann haben wir zu der größeren Firma versucht, Informationen zu sammeln und dadurch zu bestimmen, wie ist das mit den Mitarbeitern, sind die umweltfreundlich und darauf dann auch nochmal Punkte gegeben. Man sieht also, dass wir uns hier sehr auf die Bewertung konzentriert haben. Das soll natürlich möglichst objektiv sein. Und deshalb haben wir zunächst nur einen kleinen Datensatz. Es wäre aber natürlich schön, wenn man den erweitern könnte
möglichst mit offenen Daten. Und jetzt wird Jan euch noch die wunderschöne Website vorstellen. Ja, für unsere Website setzen wir auf eine statische Generation unseres HTML-Codes quasi, damit wir nicht hundertprozentig auf JavaScript basieren müssen, da es da einige Einschränkungen in der Barrierefreiheit gibt. Und auch die Ladezeiten bei einer dynamisch generierten Website einfach länger sind, weil die Website halt auf dem Client aufgebaut wird und so wird halt die Website auf dem Server aufgebaut und halt einfach in quasi fertiger Form an den Client verschickt. Ja, und da haben wir halt eben jetzt die Ergebnisse aus der Datenbank. Das ist jetzt ein Python Flask Server, sozusagen, worauf die Daten liegen, also quasi eigentlich Python als Programmiersprache, Flask darüber als Webframework und HTML kommt hinterher raus. Ja, und da haben wir halt eben die Daten aus der Datenbank in gut lesbar mit einem schönen Sternrating. Ja, und jetzt erklärt euch nur was über das Backend, wo die Daten eigentlich herkommen. Die ganzen Daten werden über eine API abgerufen, das ist eine RESTful-API, die ist in Go geschrieben, die ist schön schnell, die speichert nichts im Hintergrund, das heißt, die Nutzerdaten, da hat man volle Kontrolle drüber, wir geben da auch nichts in die Konsole aus und alles, also da hat man volle Kontrolle, schön nach dem Prinzip der Hacker-Ethik und wie man sieht, man kriegt haufenweise Daten zusammen, sodass man theoretisch eine eigene Anwendung machen kann, basierend auf dem Backend und man damit trotzdem alle Funktionen, die unsere bisher schon wunderschöne Website Anzeigen selbst machen könnte, falls man es irgendwie nötig hätte. Genau, das ist prinzipiell unser Projekt. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wie es sich natürlich wieder für Jugendhackt gehört, wir haben das Ganze auf GitHub, wir haben eine Organisation dafür erstellt, Daten sind in eigenen Repositories dafür. Also wenn irgendjemand mal ein bisschen Zeit und Lust hat, wir haben so Strukturen in JSON-Dateien bereitgestellt, die kann man sich einfach kopieren und dann mal Daten von Nahrungsmitteln aus dem eigenen Kühlschrank vielleicht hinzufügen, wenn man Lust hat. Und dann macht man das Ganze natürlich wesentlich akkurater, wesentlich besser, wenn einfach mehr Daten zur Verfügung stehen, die man sich da anschauen kann in diesem System. Ja. Dankeschön. Vielen Dank an Fröhlichkauf. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Projekt von dem Wochenende. Und zwar das Projekt Fyber mit? Mit Tobias, Felix, Frederik und Marc. Und Marco und Yuki waren Mentor und Mentoren dieses Teams. Viel Spaß. Ja, Fyber bedeutet, wie ihr schon seht, verallgemeinerte Übersicht aller Bikesharing-Anbieter. Das Problem, was ihr wahrscheinlich auch alle kennt, ist, dass es sehr viele Bikesharing-Anbieter gibt, aber für jeden einzelnen Bikesharing-Anbieter gibt es ein Fahrrad, nicht ein Fahrrad, natürlich auch, aber eine App, die man extra downloaden muss und sich registrieren muss. Und man will nicht immer bei jeder Fahrrad, wenn man das mal schnell braucht, überall nachgucken, wo das nächste Fahrrad ist. Dadurch haben wir die Lösung erklärt. So, dafür haben wir eine Lösung gesucht und als erstes müssen wir natürlich mal die Daten von den verschiedenen Bikesharing-Anbietern bekommen und das ist bei den meisten sehr gut möglich über eine sogenannte API, das ist eine Schnittstelle, welche halt einfach in der Software von denen verankert ist und wir können dann von unserer Software aus auf diese Schnittstelle zugreifen und bereiten eine eigene Schnittstelle vor, mit der man alle gesammelt bekommen kann. Und am Ende haben wir dann eine Progressive Web App, welche die Position der nächsten Fahrräder ganz einfach zusammenfasst und wir können somit ohne Probleme auf dem Handy oder auch auf dem Laptop, wenn wir meinen, uns das anschauen, wo die sind. Jetzt stellt sich natürlich
Jetzt stellt sich natürlich die Frage des Wies. Wir haben als erstes natürlich unsere Third-Party-APIs, also ob die jetzt von Nextbike, Callabike oder was auch immer ist, macht da keinen Unterschied. Die fließen alle in unseren Server, der in Python Flask geschrieben ist, ein. Darunter ist dann ein Open-API-Interface, das heißt, jeder Mensch, der zum Beispiel jetzt eine Windows-, iOS-App oder was auch immer daraus machen möchte, kann das gerne machen. Wir haben eine gut dokumentierte API im Gegensatz zu den Anbietern und wir haben unten drunter natürlich unseren Standard-Client, der als PWA mit OpenStreetMap funktioniert. So, natürlich auch so eine Software. So eine Software zu bauen, da lernt man natürlich auch was dabei und deswegen sind wir hier. Als erstes haben wir gelernt, dass sehr viele Anbieter sehr oft auf den Markt kommen und auch wieder gehen. So zum Beispiel haben wir Dokumentation von APIs gefunden, dessen Anbieter schon länger nicht mehr existiert haben, weil die halt irgendwie nur wenige Wochen ihre Fahrräder rumstehen hatten und dann nicht mehr. Und dann haben wir festgestellt, an der Küste von Somalia stehen tatsächlich keine Bike-Sharing-Räder. Und jetzt noch so ein paar Sachen, die man vielleicht, wenn man selber sowas machen würde, lernen, mitnehmen sollte. Als erstes benennt eure API-Antwortparameter ordentlich. Da hatten wir jetzt zum Beispiel das Beispiel, dass in einer API gab es distx. Damit war es allerdings nicht Distanz auf x-Ebene gemeint, sondern vielmehr die Längenbreite, der Längengrad. Und das war etwas verwirrend. Und generell, alle APIs sind unterschiedlich qualitativ. Es gibt welche, wo man super einfach angeben kann, wo man ist, dann den Radius angeben kann, wie viele man maximal haben will und alles bekommt, was man braucht. Dann gibt es welche, wo man lange nach irgendwelchen Codes von der Stadt suchen muss und dann diese wieder an eine andere Schnittstelle übergeben muss, damit man am Ende überhaupt ja das Ganze hat, was man braucht. Und wenn ihr irgendwas entwickelt, zum Beispiel einen Webserver, dann, wenn ihr eine Statusmeldung ausgibt, gibt die nicht als Error aus. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, wir haben hier eine schöne Karte. Wir haben hier die einzelnen Marker. Und diese Marker sind halt einfach die Räder in der Umgebung. Je nachdem, welche Farbe sind die natürlich von einem anderen Anbieter. Hier selber sehen wir uns. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel ein Fahrrad. Wir sehen, das befindet sich nicht in einer festen Station, sondern steht da einfach. Und das wird von dem Anbieter Mobike angegeben. Sind wir auch mal hingegangen. Und da war's. So, wir haben jetzt eine kleine Demo vorbereitet. Da oben. Da muss die Maus hin. Falsche Richtung. So, und jetzt sieht man das Ganze, wenn wir jetzt auf die Seite gehen, werden wir als erstes gefragt, ob die Seite auf unseren Standort zugreifen darf. Da sagen wir natürlich ja, wir möchten das. Und dann lädt die Seite. Das kann natürlich je nach Zeit immer ein bisschen dauern, weil die ganzen Fahrräder erst geholt werden müssen. Jetzt sehen wir hier, können wir einfach auf der Karte lang gehen, sehen jetzt hier zum Beispiel ein Fahrrad und sehen, das ist in dem Fall von Fortpass Bike angegeben. Hier oben können wir jetzt auch suchen, das heißt, wir können jetzt San Francisco zum Beispiel suchen. Klicken wir auf Suche, lädt das Ganze wieder und dann haben wir hier auch Fahrräder. Ach so. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir wieder in die PowerPoint kommen. Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit. Der gesamte Code liegt im Jugendhack GitHub. Es ist alles schön mit CI-System und allem hinterher gemacht. Es ist gut dokumentiert. Also wir sind besser als die API-Anbieter. Ja, danke auch an Fübar. Genau. Und bevor jetzt hier gleich das große Gewusel losgeht, noch zwei kleine letzte Orga-Infos von mir. Ich weiß, langsam habe ich zu viel in dieser Richtung gesagt. Ihr könnt euch unten gleich eure Urkunden abholen, die ihr euch alle wahnsinnig verdient habt. Super.
Und wir würden super gerne noch mit Mentorinnen, mit Orga-Leuten und mit Teilnehmerinnen hier noch ein Gruppenfoto machen. Das heißt, kommt einfach, wir versammeln uns jetzt hier hin, lauft nicht weg, wir würden gerne noch ein Foto machen. Aber noch nicht in dieser Sekunde. Wir brauchen noch einen Moment Aufmerksamkeit für einen wichtigen Fakt, der nämlich bisher ganz untergegangen ist. Caro hat euch vorhin ihre lange Liste, die sie beschrieb als so lange wie der Wahlzettel seiend, vorgelesen an Menschen, denen Dank zusteht. Aber sie hat dabei eine Person vergessen, weil sie so höflich ist. Ist sie das nämlich selbst. Caro hat hier ganz viel auf die Beine gestellt und die ist für die lokale Organisation hier in Köln verantwortlich. Dankeschön. Großen Applaus. Es war mir ein Vergnügen. Sehr, sehr schön. Ja, da können sich tatsächlich alle dran erfreuen, aber natürlich auch, sei es nicht ungesagt, dass all diese tausend vielen kleinen Helfer und ganz viele Leute im Hintergrund, ohne die das nicht möglich wären, großartig sind, dass sie da waren, großartig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da waren, die dabei sind, großartig, dass ihr heute hier seid, um euch das anzugucken, was das Ergebnis des Ganzen ist. Jetzt kommt gleich diese Fotogelegenheit und dann macht ihr euch noch einen schönen, naja, ist er noch sonnig, einen, so sonnig er noch ist, Sonntag, spaziert vielleicht am Wahllokal nochmal vorbei. Falls ihr da heute noch nicht reingeschaut habt, ist auch das immer empfehlenswert, denn wo wir so viel über Umwelt reden, das ist natürlich ein Punkt, wo man direkt agieren kann, direkt was tun kann und einen Einfluss auf die Entwicklung in der EU hat. So, jetzt habe ich genug gelabert. Kommt vor zum Foto. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da wart. Bis nächstes Jahr. Vielen Dank. Tschüss.